Moin. So, ein Update. So sieht das jetzt aus. Ich soll diese Bandage Tag und Nacht tragen. Der Bruch im Sprunggelenk heilt gut. Und trotzdem, es soll jetzt belasten, tut es aber wahnsinnig weh. Der Skischuh, den ich vorher hatte, der hat irgendwie mehr vor Schmerzen geschützt. Aber da war der Fuß auch wirklich absolut ohne Bewegung. Jetzt, ja. Muss ich ihn ja doch zwangsläufig bewegen und die Ärztin sagt, es ist wichtig, dass ich auch wieder belaste. Also machen wir das. In 2 Wochen ist Kontrolle und dann sehen wir ja, ob das weiter gut heilt oder nicht. Und dann ist wohl Physiotherapie angesagt. Aber die Schmerzen sind schon echt krass, hatte ich bisher gar nicht. Also Tag wie Nacht tut es halt jetzt weh. Aber vielleicht muss es auch so sein und es ist normal. Wir werden sehen. Aber was ich halt immer noch machen muss, sind diese fiesen Thrombosespritzen. Spritzen, mein Bauch ist schon so blau. Aber besser wohl als Thrombose zu bekommen. Ansonsten müssen wir heute noch einkaufen. Wir gucken mal, ob wir euch für einen Leihfall mitnehmen können. Wollt ihr ja immer. Ansonsten rief meine Nachbarin mich an, dass an meinem Auto ein Zettel hängt, dass irgendwelche Mängel dran wären vom Ordnungsamt. Da muss ich doch gleich mal nachgucken, denn das Auto war ja gerade erst bei der Inspektion. Mal schauen, was die zu bemängeln haben. Oder es hat vielleicht irgendjemand reingesteckt. Ich weiß es nicht. Ich bin gleich schlauer. So, Häsebub, mach mal ab. Jetzt bin ich mal gespannt, warum. Okay, die AU-Untersuchung muss ich machen lassen. Ach Mann, hab sonst keine Termine. Jetzt mit gebrochenem Fuß. Scheiße, okay. Also, muss mich drum kümmern. Jetzt müssen wir noch zum Getränkemarkt erstmal ein paar Flaschen wegbringen. Stau an der Pfandrückgabe. Dann holen wir doch gleich neues Wasser. Dann gehen wir mal unsere Bankgeschäfte erledigen. Und dann, bevor wir zum Einkaufen gehen, geht der Hessebub noch in seine Lieblingseisdiele. Ab zu deiner Lieblingseisdiele. Oh, in Kindergeburtstag. So, Käsebub, dann such dir mal aus, was du gerne essen willst. Mein leckerer Milchkaffee. Der Kindergeburtstag ist weg. Kaffee ist sehr heiß, sehr lecker. Oh, Käsebub, lass dir dein geniales Eis schmecken. Und eine Paw Patrol Radiergummifigur gab es dazu. Sehr, sehr voll ist es. Wir gucken mal, ob wir filmen können. Wenn nicht, dann machen wir es in einem Short. Uiuiui. Da rennt der Hessebuck. Na, mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen mit dem Film. Kiwi nehmen wir auf jeden Fall mit. 4 oder 5. Boah, die waren so lecker, diese Datteln mit Erdnüssen und Schokomantel drumherum. Die nehme ich nochmal mit. Okay, ein Auto für unsere Pieksekiste. Wir sammeln ja immer für Kinder in der Klinik, dass die kleine Geschenkchen bekommen. Ein Netz Zitronen. Am besten Bio-Zitronen ist nämlich gar nicht gespritzt. Eine Schlangengurke für 59 Cent. Die geliebten Knusperstangen vom Hessebuch. So, soll ich sie aufhalten? Kriegst du es hin? Die Weinblätter mag der Hessebuch voll gern. Sind mit Reis gefüllt. Die sollen nur 1,69 kosten, diese Holz. Spiele nehme ich doch eins für meine Arbeit mit hier. So ein großes Mikado, das ist doch mega. Also, so einen haben wir sogar zu Hause. Ja, so einen Jenga haben wir zu Hause. Wenn er nicht sogar von hier damals war. Und das hier haben wir auch. Das ist auch ganz süß. Also benutze ich jetzt für Therapiekinder. Ist super schön. So ein Geschicklichkeitsspiel. Macht auch Spaß. Hier gibt es auch ganz viele Puzzles. Aber braucht man nicht. Stickerbücher. Süß, echt. Die kosten 4,99. So, hier haben wir unser Wasser gefunden, was wir bei dem Getränkemarkt nicht gefunden haben. Ja, das können wir nicht auch schön in den Schulranzen stecken. Kinder Bueno Ostereier gibt es. Die sind bestimmt voll mega lecker. Kaufen wir jetzt aber noch nicht, oder? Hier gibt es griechische Sachen, griechische Wochen irgendwie. Feta Dip und lauter solche. Ja gut, das ist jetzt nicht mal griechisch. Aber hier Peperonen und Oliven, solche Riesengläser, die werden bei uns niemals leer. Deswegen kaufen wir die gar nicht. Nüsse, das ist bestimmt auch lecker.
Die sind so beliebt bei mir in der Praxis. Ich nehme mal welche mit. Küchenrolle brauchen wir. Davon nehmen wir auf jeden Fall so ein Packen mit. So, die brauchen wir. Neue Zahnbürstenköpfe für unsere elektrische Zahnbürste. Grater Käse nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Den brauchen wir für alles Mögliche. Zum Überbacken, zum Drüberstreuen für Pasta. Beste Dip-Aufstrich ever. Den finde ich so lecker. Der ist so geil, aber wirklich scharf. Sehr, sehr lecker. So, Hessebubs Lieblingspizza ist da. Bitteschön. Freu dich. Hessebub, wir haben genug. Wir gehen jetzt mal zur Kasse. Ansonsten kaufen wir was fehlt, kaufen wir Montag. Und was wir nicht haben, das haben wir halt nicht, ne? Oder? Sehe ich schon so. Wir verhungern nicht. Danke fürs Wagen zurückbringen. So, Einkauf geschafft. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Video.